Die Salzkammer Gut Festwochen Gmunden eröffnen die neue Spielsaison mit einem Galaabend und feiern dabei auch das Jubiläum 150 Jahre Stadttheater Gmunden. Stargast ist Schauspieler und Regisseur Klaus-Maria Brandauer, der aus Goethes Faust vorliest und das wohlgemerkt an seinem eigenen Geburtstag. So schreitet in dem engen Bretterhaus den ganzen Kreis der Schöpfung aus und wandelt mit bedächt'ger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle! Als ich ihn vor etlichen Monaten gefragt habe, ob er heute hier bei der Eröffnung den Goethe-Text liest, hatte ich nicht am Radar, dass er heute Geburtstag hat. Dass er es trotzdem gemacht hat, ist, glaube ich, ein besonderes Zeichen, wie wichtig ihm die Festwochen, das Theater ist. Und ich bin darüber sehr glücklich. Wir freuen uns, dass er noch einmal kommt und eben uns Korngold näher bringen wird, seine Lebensgeschichte. Und das wird dann im August stattfinden. Und viele weitere Abende zu Korngold werden wir auch musikalisch einiges präsentieren. Also wir sind voller Vorfreude mit diesem enthusiastischen Start heute Abend. Apropos Theater, das bekommt in diesem Jahr nicht nur wegen seiner 150 Jahre ganz viel Aufmerksamkeit, es soll künftig auch wieder viel mehr bespielt werden, so etwa mit Stücken des berühmten Dichters Arthur Schnitzler. Wir bringen unter anderem ja den Reigen dieses Jahr und das macht ein junger Regisseur und wir wissen, es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, um kurze Begegnungen und natürlich gibt es heute, es gibt mehr Geschlechter als zwei, es gibt die Diversity. Es gibt ganz andere Begegnungs- und Möglichkeitsformen. Ich bin sicher, dass wir das zeitgenössisch erleben werden. Eine echte Premiere feiert an diesem Abend das Festwochenensemble. Mit an Bord die aus Ohlsdorf stammende Musikerin Anna Knopp vom sehr erfolgreichen Minetti-Quartett. Toll, weil das Stadttheater ist so schön, das kenne ich schon seit ich ein kleines Kind bin, weil meine Mama da auch früher gespielt hat viel und dass wir jetzt so ein eigenes Ensemble haben hier, finde ich ganz toll mit lauter Oberösterreichern. Heute feiern wir gemeinsam mit der Eröffnung der Festwochen auch das 150-jährige Jubiläum, Geburtstag dieses Hauses. Eines Hauses, das, wie schon gesagt, über die Bezirksgrenze hinaus wirklich als Kultur- und Begegnungsstätte bekannt und berühmt ist. Ein Haus, das auch Flair und Charme ausstrahlt, trotz seiner Patina. Die Eröffnung der Salzkammer Gut Festwochen heute im Gmundner Stadttheater im Jubiläumsjahr mit der grandiosen Lesung von Klaus-Maria Brandauer, einem der herausragendsten Schauspieler und Künstler der letzten Jahrzehnte, mit dem so ergreifenden Plädoyer von Karin Bergmann für die Schauspielkunst und das Gmundner Theater. Ein perfekter Start in einen fulminanten Festspiel- und Festivalsommer und für das Stadttheater und für die Stadt Gmunden eine große Ehre. Für Oberösterreich wirklich eine bedeutende Kultureinrichtung, eine unserer großen tragenden Säulen, auch auf die wir sehr stolz sind, insbesondere auch die positive Entwicklung, die die Festwochen in den letzten Jahren genommen haben. Da ein großes Danke auch an alle, die hier Verantwortung tragen.